Willkommen zurück. Wir sind hier im Eistempel. Okay, wir müssen erstmal die Schneeblöcke wegkriegen. Dafür habe ich ja das, theoretisch das Feuer, ne? Jo. Okay, das bringt nichts. Kriege ich den Block jetzt da oben rauf? Ich könnte ihn hier hochschieben. Dann nach rechts. Dann nach oben. Dann hier hin. Dann runter. Okay, ja. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Ups, falsche Taste. Was übersehe ich denn hier, dass da oben was aufgehen muss? Oh. Muss ich jetzt tatsächlich irgendwie in die Mitte rennen? Aber warum? Ah, alle Gegner besiegen. Alles klar. Oh, nice. Feuer. Macht die gleich futsch? Ja, cool.
Also die Bienen sind echt top. Ich habe noch nie so eine starke spirituelle Präsenz gespürt wie hier im Frostwort-Schrein. Es ist faszinierend, wie ruhig und willkommen ich mich hier fühle. Die Mönche wären bestimmt nette Menschen, wenn sie noch am Leben wären. Ich fühlte mich erst in dem Moment unwillkommen, als ich an meine Suche nach den Essorchideen dachte. Auf keinen Fall werde ich mich denen jetzt nähern. Ich frage mich gerade, ob ich mit dem Feuer... Jo. Cool. Sehe ich eigentlich, wo ich hin... Oh. Wir sind da. Klasse, so ein Scheiß auch noch. Hauptsache keine Gegner, die ihn hier noch runterballern können. Nein! Oh, da wollte ich wieder zu viel. Geduldig, geduldig. Nein, 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 bleib oben. Okay, wir müssen jetzt irgendwie die Tür noch öffnen. Sag jetzt nicht, ich muss da persönlich hin. Ah. Die Frage ist gerade, wäre es nur noch ein Herzteil, hätte ich wahrscheinlich jetzt noch mal gesucht, aber so wollen wir uns erstmal vielleicht den Bosskampf doch mal stellen. Wie viele Wiederbelebungsdinger habe ich? Eine 5. Und Schmetterling könnten wir eigentlich auch mal einsetzen, aber vielleicht hebe ich mir die für den Endkampf auf. Zu guter Letzt war Lilly dem Orchideengarten endlich nahe. Lass mich raten, sie muss erst noch mit irgendwas kämpfen. Hey, erzähl ich die Geschichte oder du? Wie auch immer, unsere Heldin musste noch einen Test bestehen, bevor sie die letzte verbliebene Zutat einsammeln konnte. Unsere Geister sind voller Freude über so einen leidenschaftlichen und unvollkommenen Besuch in unseren Hallen. Aber ein reines Herz allein ist nicht genug, um unseren geweihten Garten zu betreten. Die Grenzen eurer Fähigkeiten und eures Heldenmutes muss zunächst getestet werden. Wir werden euer Gegner sein, greift uns an, Kriegerin. Okay, absolut nicht meins. Also wenn er fliegt, komme ich nicht ran.
frage mich gerade, wie ich eigentlich seinen Eispickeln entkommen soll. Also nicht den, sondern den anderen. Okay, die Farbe hat sich noch nicht mal irgendwie verändert. Jetzt so ein bisschen. Okay, okay, okay. Muss hier oben bleiben irgendwie. Ich glaube, ich muss noch einen Trank nehmen nachher. Oder gleich. Alter, wie viel kann der denn ab? Endlich. Alter. Wie soll denn der Endkampf erst werden? Ich wette, die planen jetzt schon eine Party für Lillys Rückkehr. Ich vermute, jetzt kommt der böse Hexer und stiehlt die Zutaten. Mit einer Parade und vielleicht sogar einer Kokospinata. Hohoho, nicht ganz, kleiner Mann. Sieh mal, Krokus war endlich bereit, seinen Plan umzusetzen, der den König niemals erwachen lassen würde. Was ging da ab, Opa? Es war so, wie alle befürchtet hatten. Der Hexer Krokus griff das Königreich an. Nein! Komm schnell zurück, Lilly. Untertan von Orchidee, euer junger Rekrut lässt mir keine andere Wahl. Attacke meiner widerlichen Lakaien zerreißt das Königreich, während ich meinen finalen Bann vorbereite.
Und Obacht, wer mir den Kopf meines Bruders bringt, wird mein Statthalter. Die Ritter kämpften heldenhaft, um ihr Königreich zu verteidigen. Aber die blutrünstigen Orks erwiesen sich als gnadenlos. Die fürchterlichen Invasoren stürmten in das Schloss. Begierig darauf, ihr alleiniges Ziel zu vernichten. Nur noch die besten Ritter des Reichs standen zwischen dem schlafenden König und der Ork-Armee. Das ist der Tag, für den wir trainiert haben. Schützt den König bis zum letzten Mann. Nein, Lilly schafft es nicht rechtzeitig zurück. Das ist das Ende. Gerade als es so aussah, als ob das Böse gesiegt hätte. Die Rekrutin ist zurück. Bitte sagt uns, dass ihr eine Eisorchidee gebracht habt. Ja, nun können wir den schlafenden König erwecken. Beeilt euch, die Orks sind zahlreich und wir müden mehr und mehr. Warum schläft er denn noch? Es hat nicht funktioniert. Wach auf, König Orchidee. Der endlich erwachte König nutzte seine royalen Kräfte, um die Eindringlinge auf ihre Plätze zu verweisen. Der Plan des bösen Hexers ist gescheitert. Vorerst. Ja. Das war noch nicht das Ende. Was machten denn diese schmutzigen Orks in meinem Thronsaal? Eure Hoheit, das Königreich wurde angegriffen von einer Armee, aufgestellt von Hexer Krokus. Steckt er auch hinter meinem langen Schlaf? Mein Bruder wird bezahlen für solche Heimtücke. Mein König, eure Ritter kämpften tapfer für die Verteidigung des Königreichs, doch einige fielen. Kommandant, hab Dank für die Beschaffung der Zutaten für meine Genesung. Eure Majestät, tatsächlich war es eine junge Rekrutin mit dem Herz am rechten Fleck, die sie allein beschaffte. Ist das so? Zeigt mir euer Schwert, Kriegerin. Können wir jetzt schießen damit? Ihr besitzt nun die königliche Kraft, ausschließlich geführt von meinem Geblüt bis jetzt. Entmachtet damit meinen Bruder. Vielen Dank, König Orchidee. Ich spüre seine grimme Präsenz im Ödland. Geht dorthin und beendet sein bösartiges Treiben. Viel Glück, meine Ritterin. Yeah, König Orchidee ist zurück. Und Lillys Schwert ist jetzt noch cooler. Lillys letzte Aufgabe war klar. Dringe vor ins Ödland und besiege Krokus endgültig. Okay, da sollen wir hin. Aber was ist denn, hier rechts ist doch noch so viel Platz. Na gut, machen wir erstmal ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.